Bastian hat eine schwere Lebererkrankung. Nur eine Transplantation kann ihm helfen. Seine Eltern lassen testen, ob sie als Organspender in Frage kommen. Sie wollen ihren Sohn retten und ihm einen Teil der eigenen Leber spenden. Was letztendlich mit mir passiert oder wie lange ich krank bin, ist mir völlig egal. Ob das jetzt 4 Wochen werden, 8 oder 10. Ist egal, Hauptsache, das ist wichtig. Doch eine Lebensspende ist schwierig und birgt viele Risiken. Nicht nur für das Kind. Du schaffst das. Du musst ein Kind sein. Für die Eltern bedeutet es, dass auch der Partner zum Patienten wird. Gerade Eltern, Mütter, Väter sind doch unter extremem Druck, ihr leidendes Kind zu sehen. Und wir sehen oft den Zwiespalt zwischen großer Angst, aber doch auch der kompromisslosen Bereitschaft, für das eigene Kind alles zu tun. Sandra und Stefan Ott sind entschlossen, das Wagnis für ihren Sohn einzugehen. Heute wird Bastian wieder untersucht. Die Eltern sind mit ihm im Krankenhaus. Wie so oft. 3-mal am Tag bekommt er Medikamente. Weil sie so bitter sind, gibt die Mutter sie ihm mit Brei. Ja, das schmeckt nicht, ne? Bastian ist jetzt 1 Jahr alt. Er wurde mit einer tennisballgroßen Zyste an der Leber geboren. 4-mal wurde er seither operiert. Vergebens. Die Leber ist jetzt so stark beschädigt, dass Haut und Augen gelb geworden sind. Ohne eine Transplantation wird er nicht überleben. Um ihren Sohn zu retten, wollen die Eltern einen Teil ihrer eigenen Leber für Bastian spenden. Sein Leiden soll endlich ein Ende haben. 22. Ja. Schwangerschaftswoche wurde die Zyste entdeckt. Und da war es eigentlich nur Routine, dass die Zyste entnommen wird und dann ist Ruhe. Und naja, leider nicht. So hat sich dann halt gesteigert. Von der Zysten-OP zu einer Darmschlingen-OP. Dann die Darmschlingen-OP wieder rückgängig gemacht, weil das alles kaputt war. Und aufgrund dessen ist die Leber jetzt so zerstört, dass eine neue notwendig ist. Also wir sind eigentlich froh, dass er noch so lebhaft ist. Und dass er von der ganzen Geschichte, so haben wir das Gefühl, dass er eben nicht viel mitbekommt. Dass er noch gut drauf ist dabei und vielleicht sich erstmal so lange wohlfühlen kann, wie es noch geht. Und dann hoffentlich nach der OP wieder so ist wie vorher. Hey, bloß futtern. Bist noch da? Na, irgendwie nicht, ne? Die Eltern wissen, Organe für Kinder sind selten. Immer wieder sterben die jungen Patienten auf der Warteliste. Deshalb sehen sie in der Lebensspende Bastians große Chance. Man macht sich schon Hoffnung, dass das alles passt, dass man in Frage kommt und dass man nicht abhängig ist von anderen. Dass man sagen kann, wenn bei Bastian sich die Werte und alles verschlechtern, dass man sagen kann, man kann mich operieren und einen Teil der Leber eben rausnehmen, bei ihm einsetzen. Kennen Sie Ihren Sohn wieder? Mhm. Die Leber ist das größte Organ im menschlichen Körper. Abgesehen von der Haut sitzt hier oben im rechten Oberbauch. Und die stehen ganz dicht beisammen. Professor Ulrich Baumann ist Spezialist für Lebererkrankungen und Transplantationen bei Kindern. Er erklärt den Eltern den Ablauf einer Lebensspende. Wie viel würde man dann meiner Frau, wenn sie dann spendet, entnehmen? Die Hälfte? Nee, das ist, so viel brauchen wir zum Glück für Bastian nicht. Bastian ist ja noch klein und wir wissen, dass ein Kind etwa zwischen 1 und 5% seines Körpergewichtes an Leber hat und braucht. In der Regel zwischen 200 und 300 Gramm. Also okay. Wie ein Pfund Butter, ein halbes Pfund Butter, ein Stück. Nach der Operation bei der kleine Teil, den Bastian von der Leber seiner Eltern bekommt, wird dann in seinem Körper mitwachsen. Alles essen können und da keine Einschränkungen haben. Auf der einen Seite sagen die Leute eben, es ist viel schlimmer, als wir das eigentlich erwartet hatten. Auf der anderen Seite sagen sie später, ist das Beste, was wir in unserem Leben gemacht haben. So unmittelbar ein Leben zu retten und so unmittelbar für das eigene Kind da gewesen zu sein, hat sie ihr Leben lang beeinflusst.
Hier an der Medizinischen Hochschule Hannover wurden 2015 30 Transplantationen bei Kindern durchgeführt. Nur 4 bekamen das Organ von ihren Eltern. Da Stefan Ott für eine Lebensspende zu groß und schwer ist, lässt sich heute seine Frau testen. Hallo. Bei der Computertomographie von Sandra Ott können die Ärzte genau sehen, wo Arterie, Vene und Gallengang sich verästeln und wo sie ihre Leber teilen können. Von dieser Untersuchung hängt alles ab. Zu der Besprechung der Bilder hat die Radiologin den Kinderarzt und den Transplantationschirurgen dazugeholt. Sie müssen jetzt gemeinsam prüfen, ob sich das Organ der Mutter mit Bastian verbinden lässt. Es ist ein entscheidender Moment. Nicht günstig. Schade dann, ne? Völlig unerwartet entdecken sie, dass sich die Arterie von Sandra Ott zu oft verästelt und daher zu dünn ist. Kommen Sie. Kinderarzt Ulrich Baumann holt die Familie zum Gespräch. Es geht leider nicht, dass man das Organ so hundertprozentig anschließen kann bei Bastian, dass wir von einer guten Durchblutung ausgehen können. Diese Gefäße sind zu klein, um sie so ohne weiteres zuverlässig zu verbinden. Das heißt, der nächste Schritt ist jetzt warten, oder kann ich? Nee, der nächste Schritt ist, haben wir schon besprochen. Wir würden vorschlagen, dass Sie jetzt angeguckt werden. Wir hatten ja so erstmal gesagt, Sie sind möglicherweise zu groß. Aber das wissen wir nicht für Sie mit Sicherheit. Ein Schock für die Eltern. Ist Stefan Ott mit über 100 Kilo nicht viel zu groß und schwer, um für seinen Sohn ein Leberteil zu spenden? Auch diese junge Frau hatte sich von einer Lebensspende eine neue Zukunft erhofft. Melanie Behne ist 32 Jahre alt und schwer nierenkrank. Die Niere ihrer Mutter sollte ihr das Leben retten. Doch dadurch wurde ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt. Rückblick: 7 Jahre zuvor. Melanie Behne muss jeden zweiten Abend Mann und Kinder verlassen und in die Klinik fahren. Dort ist sie für mehrere Stunden an der Dialyse. Nur so kann sie überleben, denn ihre Nieren arbeiten schon seit 3 Jahren nicht mehr. Die Krankheit zehrt an ihren Kräften. Man ist sehr extrem geschwächt. Und das ist das Schlimme. Erstmal darf man nicht viel trinken. Dann darf man nicht wirklich das essen, was man mag. Und dann hat man auch wenig Zeit für die Kinder. Für mich ist das sehr schwer, die Kinder alleine zu lassen. Aber ich weiß, dass der Papa gut aufpasst. Ich möchte am liebsten bei dem bleiben, als zur Dialyse zu gehen jetzt. 3-mal die Woche verbringt sie einen halben Tag in der Dialysepraxis. Ihre Nieren versagten aufgrund einer seltenen Autoimmunkrankheit. War super. Der war total schön. Melanies Arm sieht man die Spuren der jahrelangen Behandlung an. Dort, wo der Zugang für die Maschine liegt, sind die Blutgefäße angeschwollen. Auch wenn sie unter der Prozedur leidet, sie weiß, ohne die Dialyse würde ihr Körper langsam vergiften. 4,5 Stunden ist sie jetzt an das Bett gefesselt. So lange brauchen die Maschinen, um ihr Blut aus dem Körper zu ziehen und zu reinigen. Das Schlimmste an der Dialyse ist, dass man die Zeit verliert, die man am Tag hat. Es ist ja schon, die Zeit rennt im Leben und ich kann mich dann nicht um die Kinder kümmern, um mich kümmern. Ich muss da 4,5 Stunden liegen. Das ist viel Zeit im Leben. Wenn Melanie nach der anstrengenden Dialyse zu schwach ist, um aufzustehen, kümmert sich ihre Mutter um die beiden Kinder. Rita Behne wollte ihrer Tochter schon lange eine Niere spenden. Doch dann wurde Max geboren und die Pläne mussten verschoben werden. Bis jetzt. Ich sag mal, es ist eine gute Tat. Und das würde ich jederzeit immer wieder machen. Ich sag mal, man hilft einem Kind immer gerne, auch wenn sie eigene Tochter ist. Wie gesagt, sie hat noch ihr Leben noch vor sich mit 2 Kindern. Sie muss da sein.
Ich habe schon die Hälfte weg von meinem Leben. Mir ist es nicht mehr so schlimm und so tragisch. Aber ihr gönne ich das und, ihr muss geholfen werden. Ja, auf jeden Fall. Trau dich. Komm. Wann immer es geht, versucht Melanie, sich um ihr Pferd zu kümmern. Ihren Beruf kann die gelernte Pferdewirtin schon lange nicht mehr ausüben. Sie schafft es nur noch, ihr eigenes Pferd zu füttern und zu striegeln. Melanie Behne setzt alle ihre Hoffnungen in das Angebot der Mutter, ihr eine Niere zu spenden. Ist gut. Ein neues Organ ist auf Dauer die einzige Chance zu überleben. Hey. Denn der Körper verkraftet die Dialyse nur eine begrenzte Zeit. Ich war natürlich glücklich. Das war was ganz Tolles. Das hätte ich nie gedacht. Dass das so funktioniert, ist ja wieder ein neues Leben. Dann wieder, dass ich nicht an der Dialyse bleibe. Es dauert das ja immer 7 bis 8 Jahre. Dass man eine neue Niere bekommt. Und von meiner Mutter, das ist schon was ganz Besonderes. Ein paar Tage später sind Mutter und Tochter zum Vorgespräch in der Klinik. Genau. Guten Tag, Fischer. Genau. Guten Tag. Kommen Sie rein. Vielleicht setzen Sie sich hier hin. Heute lernen Sie den Arzt kennen, der Sie beide operieren wird. Lutz Fischer hat schon den Operationstermin festgelegt. Wir wollten uns ja heute noch mal treffen und noch mal über die Operation an und für sich sprechen. Sie wissen ja schon, Sie kommen als Erste dran. Und wenn wir dann absehen können, dass wir fertig sind, ich schätze mal, wir brauchen so in der Größenordnung 3 Stunden, dann würden wir Sie in den OP bestellen, sodass wir nach Möglichkeit wenig Zeit verlieren. Das ist ja auch genau der Vorteil bei der Lebensspende, dass eben halt die Niere keine große Reise macht, nicht lange außerhalb des Körpers ist und deswegen halt auch rasch und gut funktioniert. Die beiden müssen alles erstmal in Ruhe besprechen. Bisher waren sie immer optimistisch, doch jetzt haben sie gerade erfahren, dass 5% der Spenderniere abgestoßen werden. Meine größte Angst ist, dass, wenn die Niere abgestoßen ist, dass für meine Mutter das alles umsonst war. Für mich, ich muss noch länger warten, aber es tut mir weh, dass meine Mutter das alles für mich tut und dann wird die Niere abgestoßen und ja. Praktisch alles umsonst wäre, ne? Die ganze Operation. Aber das würde, also von meiner Sicht aus ist das für mich nicht ganz so schlimm, weil ich ja mit einer Niere leben kann und das halte ich mir immer vor Augen. Ob es nur gut geht oder nicht gut geht, ich lebe trotzdem weiter. Wie gesagt, nur für meine Tochter ist das natürlich schwieriger und schlimmer dann. Sie muss wieder warten und. Die Angst, dass etwas schiefgehen könnte, hat Stefan Ott noch nicht. Er hofft erst einmal, dass die Untersuchungen ergeben, dass er überhaupt spenden darf. Ultraschall und Röntgen, Blutuntersuchung und eine Gewebeprobe aus seiner Leber. Und dann die positive Nachricht. Er darf spenden. Ich hätte heulen können vor Freude. Ne? Schnell nach Hause, meine Frau hat das gesagt. Und dann haben wir erst mal abends einen Sekt getrunken. Aber jetzt einfach wissen, wir haben Plan B. Und jetzt muss es nur noch gut werden. Ne? Weil wir haben nicht die Zeit, noch 6 Monate zu warten. Also von daher glücklich, stolz, happy, alles auf einmal. Also Weihnachten, Ostern, Neujahr, alles auf einmal. Einfach gut. Der Rest machen jetzt die Ärzte. Die Erfolgsaussichten. Dann hat Stefan Ott ein Gespräch mit dem Transplantationschirurgen Frank Lehner. Er erklärt ihm genau die komplizierte Operation. Sie sehen hier die Schlagader der Leber, wie sie aus der Hauptschlagader rauskommt. Und dann teilt sie sich auf in einen rechten Ast. Der muss geschont werden, den dürfen wir nicht verletzen. Und hier einen linken Ast. Sie sieht man hier so eine Gabelung. Ja. An dieser Stelle werden wir die Arterie abschneiden, sodass wir ein Transplantat bekommen, was ungefähr so aussieht. Ja? Okay, ja. Ja. Stefan Ott hat erfahren, dass der Eingriff auch für ihn gefährlich werden kann. Denn es ist eine große Bauchoperation. Mehrere Wochen wird er nicht arbeiten und ein Jahr lang keinen Sport treiben können. Für den schlimmsten Fall hat er ein Testament geschrieben. Doch er will nach vorne schauen. Heute ist die Voruntersuchung für Bastian. Ihm geht es schlechter. Seit 4 Wochen hat er eine Magensonde, weil er nicht mehr genug isst.
Er wird dünner. Und einmal noch mehr, ne? Aber sein Bauch wird dicker, denn die kranke Leber ist inzwischen auf das Doppelte angeschwollen. Er braucht jetzt dringend die Leber seines Vaters. Kinderärztin Eva Doreen Pfister untersucht, ob auch Bastian fit genug ist für die schwierige Operation. Wenn man jetzt ein gesundes und deutlich größeres Leberteil einbaut, ist das Risiko, dass die Gefäße dieses Teil einfach nicht durchbluten können, dass es dann zu Blutgerinnselbildung zum Beispiel kommt oder dass wir nicht schaffen, den Bauch halt zu verschließen. Das sind die beiden Hauptrisikofaktoren. Eine Woche später ist es soweit. Bastian ist schon länger in der Kinderklinik. Heute, am Tag vor der Transplantation, kommt auch sein Vater ins Krankenhaus. Alle sind optimistisch. Die Möglichkeit, dass etwas schiefgehen könnte, versuchen sie zu verdrängen. Man hofft, dass sie beide gesund wieder rauskommen und beide das gut überstehen. Das machen die schon. Sind ja nicht umsonst hier in Hannover. Sind immer die Besten für die Leber spezialisiert. Ich hab doch keine Bedenken. Das läuft. Ne? Man merkt doch schon, dass es jetzt so langsam Zeit wird für den Kleinen. Heute Abend bleibt der Vater so lange er kann bei seinem Sohn. Es ist die letzte Begegnung, bevor morgen beide operiert werden. Am nächsten Morgen, 8 Uhr. Stefan Ott kommt als Erster in den OP. Das ist der scheiße Geist, ne? Ja. Mal gucken. Der schmeckt ja sogar. Danke. Apfel bleibt hier. Okay. Nervös, ja, aber immer noch keine Angst. Bin bereit. Also, klar. Für Bastian. Glauben Sie eigentlich, dass die Operation Sie mit Ihrem Sohn irgendwie besonders verbinden wird? Das ist eine gute Frage. Ja, irgendwie, ja, ich glaube schon. Ich bin ein Teil von ihm, ne? Ein kleines. Nach einer Stunde Operation beginnen die Chirurgen vorsichtig, einen kleinen Teil der Leber abzutrennen. Sie arbeiten hochkonzentriert. Sie müssen winzige Details in der Leber erkennen, um die Blutgefäße an der richtigen Stelle trennen zu können. 3 Stunden später ruft die Anästhesistin auf der Station an. Liegt bei Ihnen das Kind Bastian Ott? Wunderbar. Würden Sie das bitte in... Ja, ihr könnt euch auf den Weg machen. An diesem schwierigen Tag ist Sandra Orts Mutter mit dabei. Ihr Mann liegt bereits im Operationssaal. Jetzt muss sie auch noch ihren Sohn abgeben. Du schaffst das. Du musst mit dem Sohn. Also Papa, ist alles super. Okay. Ja? Okay? Während Bastian die Narkose bekommt, operieren die Ärzte nebenan noch seinen Vater. Es ist geschafft. Der Leberteil für Bastian ist abgeschnitten.
Die Arterie ist nur so groß wie eine Kugelschreibermine. Sie muss mit der winzigen Arterie von Bastian verbunden werden. Nur wenn das klappt, gelingt auch die Transplantation. Chirurg Frank Lehner wechselt zum Operationssaal nebenan, wo die Anästhesisten Bastian noch vorbereiten. Um 13 Uhr lösen die Ärzte langsam Bastians kranke Leber aus dem Körper. Er bekommt vorsichtshalber eine Bluttransfusion, denn bei der Operation kann er gefährlich viel Blut verlieren. Also die Leber ist steinhart, die ist deutlich vergrößert, viel zu groß für so ein kleines Kind. Ja, die ragt bis in das kleine Becken hinein mit dem rechten Leberlappen, da gehört sie nicht hin. Nach einer weiteren Stunde wird die Leber des Vaters eingesetzt. Dann nähen die Ärzte die dünnen Blutgefäße zusammen. Ein kritischer Moment. Noch im OP überprüfen die Ärzte mit Ultraschall, ob die Leber des Vaters bei Bastian richtig durchblutet wird. Erst um 4 Uhr geht die Operation langsam zu Ende. Frank Lehner weiß, dass noch nicht alles überstanden ist. Bislang sieht das alles ganz gut aus. Ja, die Leber ist gut durchblutet. Ja, das hoffen wir, dass es auch so bleibt. Ja. Es kann immer was passieren. Es kann zum Beispiel über Nacht Nachblutungen geben. Es kann zu Gefäßverschlüssen kommen, auch noch sekundär. Die können nach 24 Stunden auftreten. Die können auch noch mal nach einer Woche auftreten. Ja. Das sind ja sehr, sehr zarte, feine Gefäße. Vor allem die Arterie ist da sehr gefährdet. Jetzt kommt es auf die nächsten 24 Stunden an. Wird Bastians geschwächter Körper es schaffen, den Leberteil seines Vaters zu durchbluten? Zu Hause bei Melanie Behne. Gleich fährt die 26-Jährige ins Krankenhaus zu ihrer Transplantation. Aufgeregt? Ja. Mama fährt ins Krankenhaus. Mama bekommt doch die neue Niere. Heute? Machen wir schon, ne? Wie viele Tage? Weiß ich nicht, 2 Wochen, 3 Wochen, das sind so ungefähr 14, 20 Tage. Wie lange muss ich drinnen bleiben? Tschüss, Mama. Wir sehen uns. Ja. Drück die Daumen. Mama kommt ja bald wieder, ne, Daniel? Tschüss. Guck, Mama winkt auch noch. Monatelang haben Mutter und Tochter auf diesen Tag gewartet. Hallo, Mama. Grüß dich, ne? Aufgeregt? Und wie? Oh, auch? Ich auch. Natürlich. Das ist schön. Sogar Rita Behne wird jetzt nervös. Sie hatte eine unruhige Nacht. Stundenlang hat sie gegrübelt. Wie die OP abläuft, wie uns das hinterher geht, ob wirklich alles gut geht. Es war unruhig alles. Und bei Ihnen? Also man denkt eigentlich nur, dass es funktioniert und dass das Leben wieder einen Sinn macht. Morgen. Am nächsten Tag. Lutz Fischer bereitet sich auf den 9-stündigen Eingriff vor. Rita Behne liegt schon auf dem OP-Tisch. Die Ärzte legen die rechte Niere der Patientin frei. Bei Lebensspendern tragen die Chirurgen eine besondere Verantwortung, denn sie operieren gesunde Menschen. Rita Behne wird die bessere ihrer beiden Nieren behalten. Während ihre Mutter im Operationssaal liegt, wartet Melanie 2 Stockwerke höher auf der Station. Ja. Sie telefoniert mit ihrem Mann. Das ist doch schön. Das dauert doch alles, wenn ich jetzt erst um 23:30 abgeholt werde, bis ich im OP bin. Das dauert also 4-5 Stunden, dann Aufwachraum. Also erst um 8, sagen wir. Hat er mich im Griff. Ich weiß noch gar nicht so wirklich, ob das jetzt wirklich wahr ist oder ob ich noch im Traum bin. Angst, Durcheinander. Einige Stunden später. Der Chirurg holt die Niere der Mutter aus dem Eisbad und passt sie in Melanies Körper ein. Moment.
Schon gleich nach der Operation entgiftet die neue Niere Melanies Blut. Am nächsten Morgen. Jürgen Binder ist auf dem Weg zu Frau und Tochter. Sie haben die entscheidende Nacht hinter sich. Ach, der Papa. Oh, Papa. Na. Erst vor ein paar Stunden durften sie wieder auf Station. Alles gut, ja. Zwei Wochen müssen die beiden Frauen mindestens noch in der Klinik bleiben. Mama, Schatz. Na. Alles gut. Alles gut überstanden. Es dauert, bis die Wunden verheilt sind und die neue Niere gleichmäßig arbeitet. Drei Wochen später. Melanie ist wieder zu Hause. Heute ist sie das erste Mal bei ihren Pferden. Mit Mundschutz, denn jede Infektion kann die neue Niere gefährden. Das will Melanie auf keinen Fall riskieren. Sie genießt die neue Freiheit mit den Kindern. Endlich ohne Dialyse. Ich bin total glücklich. Kann das gar nicht beschreiben. Neues Leben. Die OP war wie Geburtstag, Weihnachten, Ostern, alles zusammen. Ganz großes Geschenk. Am Nachmittag kommen die Eltern zu Besuch. Hallo, na, wie geht's? Hallo, Mama. Na, alles gut mit dir? Ja, bei dir auch? Ja, wunderbar. Deine Niere läuft? Ja, ich merke es. Wer kommt rein? Gut. Edgar, komm. Rita Behne hat die Operation doch stärker mitgenommen, als sie dachte. Sie bekam einen Hörsturz noch in der Klinik und musste länger bleiben als geplant. Jetzt sind Mutter und Tochter nur noch glücklich, dass sie alles hinter sich haben. Man denkt eigentlich jeden Tag darüber nach. Es ist unglaublich. Man spürt das nicht wirklich, aber wenn man nachdenkt, wie toll die Medizin heutzutage ist, ist schon ein tolles Gefühl. Und ich bedanke mich auch jedes Mal bei meiner Mama, dass sie das für mich getan hat. So soll es auch sein, ne? Genau. Noch wissen die beiden nicht, dass dieses Glück nicht von Dauer sein wird. Zurück bei Familie Ott. Gleich nach der Operation besucht die Mutter ihren Sohn auf der Kinderintensivstation. Eva-Doreen Pfister macht gerade wieder eine Ultraschalluntersuchung, um die Durchblutung der Gefäße zu überprüfen. Noch ist Bastian im künstlichen Koma. Also zum jetzigen Zeitpunkt sind wir sehr zufrieden. Ich denke, Sie sehen den Bauch auch. Das sieht ganz entspannt aus. Das ist also nicht groß gespannt. Es passt ideal rein. Also seine alte Leber hatte 500 Gramm, zwei Stück Butter. Die neue ist ein Stück Butter. Passt viel, viel besser. Wenn man die ganzen Schläuche sieht, man weiß, die helfen ihm, aber es ist trotzdem hart zu sehen, was er alles durchmachen muss. Er kriegt zwar nichts mit, aber ich glaube schon, dass er das irgendwo im Unterbewusstsein schon irgendwie mitkriegt. Auch Stefan Ott liegt nach dem Eingriff auf der Intensivstation. Ich bin jetzt froh, dass wir es hinter uns haben, dass der Kleine, wie ich gerade erfahren habe, von meiner Frau, auch sehr erfolgreich operiert worden ist. Und das ist sehr, sehr schön zu wissen. Darum ist er gemacht, ne? Jetzt geht's aufwärts.
Die Angst war ja da, einen von beiden zu verlieren oder sogar vielleicht auch beide, aber das Team hat gut gearbeitet und meine Männer beschützt, sag ich mal, und mir beide wiedergebracht. So schnell bist du mich nicht los. Am nächsten Tag erhalten Sandra Ott und ihre Mutter eine schlechte Nachricht. Die Werte von Bastian haben sich über Nacht nicht so verbessert, wie es sich alle erhofft haben. Das Einzige, mit dem ich nicht ganz zufrieden bin, ist der Ultraschall, mit der Durchblutungssituation des Ultraschalls. Da muss man sagen, dass die Arterie, das Schlaggefäß heute ein bisschen schlechter zu sehen ist als gestern Abend. Das ist im Laufe der Nacht etwas schlechter geworden, sodass wir mehrmals geguckt haben, dass wir verschiedene Medikamente umgestellt haben und uns jetzt aber insgesamt entschieden haben, dass wir ihn jetzt nochmal in den Operationssaal nehmen wollen, um da einfach nochmal genau nachzugucken. Wieder eine Operation. Vielleicht drückt die Leber auf die Arterie und muss nur ein bisschen umgelegt werden. Doch der Eingriff ist nicht so schnell vorbei wie gedacht. Die Ärzte haben ein Blutgerinnsel in der Arterie entdeckt. Es ist leider so, dass wir jetzt im Operationssaal ja noch mal gewesen sind mit ihrem Sohn und wir leider gesehen haben, dass sich ein Blutgerinnsel gebildet hat in der Schlagarterie der Leber. Das ist jetzt die denkbar schlechteste Situation zu dem Zeitpunkt. Und es ist so, dass wir ihn jetzt also für eine erneute Hochdringlichkeitslebertransplantation anmelden müssen. Ja, es ist nicht so, dass er jetzt akut gefährdet ist, aber wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen die Leber nicht normal Funktion aufnimmt und dass er mit dieser Transplantation nicht ausreichend versorgt ist. Ja. Bastian muss jetzt auf die Leber eines Fremdspenders warten. Auch bei Melanie Behne ist alles anders gelaufen als erhofft. 7 Jahre sind vergangen. Sie ist wieder an der Dialyse. Die Niere der Mutter hat nur 3 Jahre gehalten. Es war grausam. Also ich war total fertig und habe viel geweint, weil ich das eigentlich auch nicht verstanden habe, dass es so schnell wieder ist, dass ich wieder an die Dialyse gekommen bin. Ja, war kein schönes Gefühl. Ihr Leben ist wieder von der Blutwäsche geprägt. 3-mal die Woche 4,5 Stunden. Hallo. Doch zwischendurch findet sie auch immer wieder Zeit für die Pferde. Die 32-Jährige ist noch immer ein großer Pferdefan und so oft sie kann am Stall. Aber ihr Traum vom unabhängigen Leben hat sich nicht erfüllt. Ihr Körper hat die Niere ihrer Mutter abgestoßen. Jetzt ist sie wieder auf der allgemeinen Warteliste für eine neue, fremde Niere. Sie hat Schuldgefühle. Weil erstmal wusste ich natürlich nicht, was ich verkehrt gemacht habe. Warum ist das jetzt bei mir? Diese Frage immer, warum passiert das jetzt schon wieder? Und dann meiner Mutter gegenüber hatte ich richtig schlechtes Gewissen. Die hat einen Teil abgegeben, mir geschenkt und ja. Und ich habe nicht gut genug wohl aufgepasst auf die Niere. Keiner weiß, woran es lag, dass ihr Körper die Niere abgestoßen hat. Erst vor ein paar Monaten haben die Ärzte die Niere ihrer Mutter endgültig aus Melanies Körper herausoperiert. Schmerzen war das nebensächlich, aber emotional wieder ein Stück wieder entfernt von meiner Mutter. Also das war schon sehr traurig. Am Nachmittag treffen sich Mutter und Tochter am Stall. Über ihre Schuldgefühle und Emotionen haben sie bisher kaum gesprochen. Die Mutter vermeidet es, mit Melanie darüber zu reden. Da war ich sehr enttäuscht, ja. Weil es ja nur eine kurze Zeit war. Aber lässt sich ja nicht ändern. Hätte anders ausgehen können. Aber
Nützt nichts. Ich lebe die trotzdem weiter. Und das Sturzi wird schon wieder eine neue Niere kriegen, das weiß ich. Das findet sich schon wieder an. Und dann geht's wieder bergauf mit ihr. Ne? Ich glaube, ich habe da mehr zu knabbern mit so. Ja? Ja, doch. Nö, also ich überhaupt nicht. Doch, weil das ist ja ein großes Geschenk von dir gewesen. Das ist ja richtig. Und dann auf einmal sind das ja nur 3 Jahre, 3 Monate. Ja. Und dann, ja, gingen sie nicht mehr. Nö. Und dann hat man ein schlechtes Gewissen, hat man nicht genug aufgepasst. Ja. Und dann haben die auch gegen ein schlechtes Gewissen. Sein. Auf was? Oh, doch. Kein schlechtes Gewissen haben. Oh, doch. Was ist passiert? Ja, das sagst du so. Da macht man keine Gedanken. Gibt Schlimmeres, gibt ja noch Schlimmeres. Hm. Ne? So. Also ich hatte echt zu klein waren. Oh Mann. Oh. Dankeschön. Später trifft sich die ganze Familie zum Kaffee trinken. Die Kinder sind inzwischen groß geworden. Sie sind es gewohnt, dass ihre Mutter krank ist und ständig zur Dialyse muss. Nur 3 Jahre dauerte die Zeit ohne Behandlung. Auch wenn es sich Melanie nicht anmerken lassen möchte, die Dialyse wird von Jahr zu Jahr körperlich anstrengender. Ihre Ehe ist inzwischen gescheitert. Doch seit einem Jahr ist ein neuer Mann an ihrer Seite und das gibt ihr Kraft. Benny und Melanie sind alte Jugendfreunde und haben sich durch Zufall wieder getroffen. Vor 2 Monaten haben sie geheiratet. Benny hat gelernt, mit Melanies Krankheit zu leben. Man freut sich jetzt mehr auf das Leben. Davor war ja so immer nur die Krankheit, immer nur negativ. Nichts Schönes. Und dann kam Benny in mein Leben und das war, ja, was ganz, ganz Wundervolles. Oder ist was ganz Wundervolles. Ja, so ziemlich dolle Angst gehabt. Sie, also ich wusste nicht, wie ich sie anfassen sollte, zum Beispiel. Wie ich sie in den Arm nehmen sollte. Also ich hatte da am Anfang so ganz viele Berührungsängste. Falls echt alle Stricke reißen oder sowas, kriegt sie meine Niere. Auf jeden Fall. Wir schauen mal. Ne? Ja. Bastian wartet weiter auf die rettende Leber eines Organspenders. Tag für Tag vergeht ohne Nachricht. Die Zeit drängt. Die Ärzte können seinen Zustand noch stabil halten. Sie wollen warten, bis sie über Eurotransplant eine passende Leber eines Kindes bekommen, die nicht geteilt werden muss. Damit diesmal alles klappt. Dann endlich, nach 16 Tagen, ist ein passendes Organ gefunden. Bastian wird noch einmal in den Operationssaal geschoben. In dieser Kiste ist die neue Leber für Bastian. Die Operation läuft gut. Die Arterie ist gut durchblutet. Die neue Leber funktioniert. Heute ist der 5. Tag nach dem letzten Eingriff. Gute Neuigkeiten für dich. Ne? Wir nehmen dich jetzt mit auf unsere Normalstation. Mhm. Hallo. Hey, Basti. Das hast du ganz toll gemacht. Das hast du super gemacht. Wir sind alle ganz stolz auf dich. Ne? Endlich wird Bastian auf die Normalstation verlegt. Ja. So ist das. Auch Bastians Vater erholt sich noch von der schweren Operation. Und davon, dass sie vergebens war. Ein halbes Jahr später. Die Erinnerungen an die schwere Operation verblassen bei Vater und Sohn. Ja, die ersten 3 Wochen waren garantiert nicht so lustig. Du
tut schon weh, keine Frage. Man kann sich nicht richtig bewegen, man kann knapp 300 Meter laufen, ohne dass man sich wieder hinsetzen muss, wie ein alter Mann letztendlich. Aber das vergisst man ganz schnell. Sobald man dann den strahlenden kleinen Bubi da im Bett liegen sieht, ist das sowieso egal. Und jetzt ist es ein halbes Jahr her, ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Ne? Ja, gut gemacht. Bastian kann endlich alles nachholen, was er in der langen Zeit im Krankenhaus verpasst hat. Er hat noch immer eine Magensonde. Denn er trinkt alleine nicht genug. Seine neue Leber braucht aber viel Flüssigkeit. Und er hat den Bezug nach der OP für die, zur Flasche verlernt. Und damit er tagsüber Flüssigkeit bekommt, kriegt er jetzt über die Sonde Saft gespritzt. Halt. Füße durch, hinsetzen. Oh, oh. Aber jetzt geht's aber los. Stefan Ott versucht es positiv zu sehen, dass seine Organspende für Bastian nicht funktioniert hat. Ein bisschen enttäuscht, ja, klar. Auf einer Seite, wenn es geklappt hätte, hätte er jetzt meine Leber drin, die letztendlich dann über 40 Jahre alt ist. Und dann wäre er definitiv noch mal irgendwann in 30, 40 Jahren noch mal beigegangen werden müssen. Das wird jetzt, stand jetzt wohl nicht so nötig sein. Der kann mit der Leber, die er jetzt hat, wohl zu Ende kommen, weil das ein ganz, ganz junges Organ ist. Und er, die er so gut angenommen hat, da wird keine OP mehr nötig sein. Ne? In dem Moment ja Glück im Unglück. Alter Rabauke? Ja? In den letzten Monaten hat Bastian auch endlich krabbeln gelernt. Gut machst du das. Ja, jetzt muss ich zu weit, ne? Schnell einen langen Arm. Die Eltern schauen jetzt nur noch nach vorn. Dass Bastian sich ganz schnell erholt und dass er die Leber vielleicht bis ans Lebensende behalten kann, dass er nicht noch mal so einen Eingriff mitmachen muss. Und ja, dass er einfach schnell aufholen kann und Kind sein kann.